Okay. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für die sehr nette Einleitung. Ich werde es jetzt ein bisschen schizophren machen, also ich werde auf Deutsch sprechen, aber die Präsentation ist auf Englisch. Ich werde jetzt erzählen über wissenschaftliche Evidenz und Verfügbarkeit von schadensminimierenden Maßnahmen in Europa, wobei ich mich eher auf die Verfügbarkeit jetzt im ersten Teil stützen werde. Und das Ganze basiert auf einer Studie, die wir durchgeführt haben zur Evaluation einer EU-Ratsempfehlung aus dem Jahre 2003. Ich nehme jetzt mal an, dass diese EU-Council Recommendation aus dem Jahr 2003 nicht allen bekannt ist. Mir war sie vorher auch nicht bekannt, deswegen präsentiere ich sie ganz kurz. Diese Empfehlung besteht eigentlich aus drei großen Empfehlungen und einer ganzen Reihe von Unterempfehlungen und bezieht sich ganz explizit auf das Thema Harm Reduction. Die erste Empfehlung sagt, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Harm Reduction Maßnahmen in ihren Strategien haben sollen. Die zweite Empfehlung besagt, dass sie das nicht nur in ihren Strategien haben sollen, sondern dass es auch tatsächlich verschiedene Harm Reduction Angebote in den einzelnen Ländern geben soll. Und nachdem auch immer die Frage der Evidenz gefordert ist, soll auch diese Harm Reduction Maßnahmen und die Effektivität derselben evaluiert werden. Ja, und diese 2003er Empfehlung wurde das erste Mal im Jahr 2007 evaluiert vom Trimbos-Institut aus den Niederlanden und wir haben jetzt sozusagen im Jahr 2012 dann die Follow-up-Evaluation der Umsetzung dieser Maßnahmen gemacht. Ziele des Projektes waren einerseits die aktuellen Entwicklungen der letzten 10 Jahre in der Epidemiologie anzuschauen, also mit einem speziellen Fokus auf die suchtgiftbezogenen Todesfälle und auf die drogenbezogenen Infektionskrankheiten, aber genauso irgendwie auch zu schauen, was gibt es eben für neue Herausforderungen, eben wie die neuen psychoaktiven Substanzen oder Epidemien von HIV in einzelnen Mitgliedstaaten. Zweites Ziel war nachzusehen, welche Harm-Reduction-Maßnahmen gibt es in den einzelnen Ländern und wie weit sozusagen ist der Deckungsgrad zwischen Verfügbarkeit und Nachfrage gegeben. Und wir haben das unter anderem so gemacht, dass wir einerseits politische Entscheidungsträger danach befragt haben und dem gegenübergestellt die NGOs und Feldorganisationen, was die sagen. Und da wird dann hinten nach eine relativ komplexe Folie kommen, wo man sieht irgendwie, dass das nicht ganz zusammenpasst, die Einschätzung. Dann nur ganz kurz, wir haben auch dann versucht, anhand von statistischen Modellen Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit von Harm Reduction Maßnahmen und epidemiologischen Entwicklungen zu machen. Würde zu sehr ins Detail gehen, das jetzt hier zu präsentieren. Die Hauptdinge irgendwie, dass Substitutionsbehandlung wirkt und das Spritzentausch wirkt, ist relativ überraschend, wenig überraschenderweise auch bei diesem statistischen Modeling herausgekommen. Ja, dann eben auch haben wir Literaturrecherchen gemacht zur Effektivität von Harm Reduction Methoden und letztendlich sollte das Ganze münden in Schlussfolgerungen und Empfehlungen für die Europäische Union für die Fortsetzung oder für weitere Empfehlungen an ihre Mitgliedstaaten. Ja, welche Daten haben wir verwendet? Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der IMCDDE gehabt. Die Dagmar hat vorher bereits erzählt, eben, welche Daten gesammelt werden. Also wir hatten Zugriff auf die relevanten Daten bei der IMCDDE. Wir haben einen sogenannten Gap-Survey gemacht. Das heißt, wir haben für jedes einzelne europäische Land und auch für die Beitrittskandidatenländer so Länderprofile erstellt und haben sie dann an die Mitgliedstaaten ausgesendet mit ganz spezifischen Fragen, wo uns nicht irgendwie klar war, was aus den vorhandenen Daten, wie das zu interpretieren ist, beziehungsweise ob unsere Annahmen so stimmen. Das war dieser Gap-Survey. Dann haben wir einen Online-Fragebogen gemacht mit politischen Entscheidungsträgern. Aus insgesamt 31 Ländern haben wir da Antworten bekommen. Wir haben einen Online-Fragebogen gemacht mit NGOs, also mit den Feldorganisationen. Da haben wir insgesamt von 43 Organisationen aus 24 Ländern Rückmeldungen bekommen.
Wir haben eine große generelle Literaturrecherche gemacht. Das war deswegen relativ einfach, weil eben im 2007er Report unserer Kollegen aus Holland schon sehr viel gemacht haben zur Evidenz von Harm Reduction Maßnahmen. Wir haben das nur abgedatet und konnten uns daher auf 4 systematische Literaturrecherchen zu Spezialthemen dann beschränken, nämlich Pirnaloxon-Programme, Spritzentauschprogramme im Gefängnis, Haftentlassungsmanagement und Maßnahmen zur Beeinflussung der Applikationsform von Substanzen. Ja, das Ganze ist gemündet in einem 800 Seiten langen Report, der aus 6 Teilen besteht, und ich versuche jetzt sozusagen ein paar ausgewählte Ergebnisse aus diesem riesigen Report zu präsentieren. Zuerst, wir haben es ja von der Dagmar schon ein bisschen gehört, so die epidemiologische Situation, was hat sich getan irgendwie in den letzten 10 Jahren in Bezug auf HIV-Infektionen. Da sieht man also, die grün markierten Länder sind die Länder, wo also die HIV-Infektionen durch intravenösen Drogenkonsum zurückgegangen sind, und auf der anderen Seite sieht man eben Länder wie Rumänien oder Griechenland, wo das tatsächlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Wir haben auch gestern schon davon gehört und die Dagmar hat es vorhin auch gerade schon erwähnt. Dann zur Frage der Hepatitis C-Infektionen, da gibt es keine schöne europäische Karte, weil da die Datenlage ziemlich heterogen ist, und wir sehen also unten die einzelnen Länder und dann einzelne Studien, einzelne Datenquellen. Was man auf jeden Fall anhand dieser Grafik sagen kann, ist, dass natürlich die Hepatitis C-Rate unter unter initiierenden Drogenkonsumenten höher ist als die HIV-Rate, ist aber jetzt auch kein überraschendes Ergebnis. Ja, dann hier die Veränderungen, Dagmar hat das vorher irgendwie als Spaghetti-Grafik teilweise gehabt, wir haben es irgendwie wieder mit grün markiert. Hier geht es um die Veränderungen im Spritzentausch, also die grün markierten Länder sind die, wo die Zahl im Spritzentausch gestiegen ist, und die beigefarbenen sind die, wo es zurückgegangen ist. Man sieht aber, wir haben aus relativ vielen Ländern keine Informationen dazu. Die nächste Folie hat die Dagmar vorher auch gerade gezeigt, eben so wirklich der Hinweis, dass es Spritzentausch in einzelnen Ländern gibt und dass es gestiegen ist, heißt natürlich noch lange nicht sozusagen, dass das Angebot flächendeckend und in ausreichender Form vorhanden ist. Es gibt also von der WHO so eine Mindestmenge, die genannt wird, die wäre bei 200 Spritzen pro Person im Jahr, was eh schon die Untergrenze ist. Und wie man sieht, wird das in sehr vielen Ländern eigentlich nicht erreicht sozusagen. Ich habe jetzt Österreich rot markiert, weil wir ganz stolz sind, dass wir irgendwie in Österreich ganz gut liegen. Ja, auch das hat die Dagmar vorher schon erwähnt, also dass tatsächlich auch die Substitutionsbehandlung oder die Zahl der Personen in Substitutionsbehandlung in den meisten europäischen Ländern gestiegen ist. Das sind wiederum die grün markierten Länder. Aber auch hier haben wir wieder das gleiche Problem sozusagen. Es gibt Schätzungen, wie viele Leute als sozusagen problematische Opioid-Konsumentinnen und Konsumenten eingestuft werden und wie viel Prozent von diesen Personen in Substitutionsbehandlung sind. Und da sieht man dann auch, dass in den meisten europäischen Ländern also nicht mal die Hälfte der Leute tatsächlich in Substitutionsbehandlung sind. Also da ist noch viel Spielraum nach oben, kann man sagen. Wir haben uns dann angeschaut, wie hat sich eigentlich die Zahl der drogenbezogenen Todesfälle in den letzten 10 Jahren in Europa entwickelt. Und das ist eigentlich kein sehr erfreuliches Bild, weil es ist tatsächlich nur in 3 Ländern die Zahl der Todesfälle wirklich signifikant zurückgegangen. In manchen Ländern ist es gestiegen, in den meisten Ländern ist es gleich geblieben. Wobei gleichzeitig allerdings die Harm Reduction Maßnahmen angestiegen sind. Ja, und das ist jetzt die vorher schon angedrohte etwas komplexe Spinnengrafik. Da geht es darum, dass wir versucht haben, gegenüberzustellen hier die Bewertung der Verfügbarkeit von Harm Reduction Maßnahmen einerseits durch die politischen Entscheidungsträger, das ist die gelbe Linie, und auf der anderen Seite durch die NGOs, die im Feld tätig sind, das ist die graue Linie innen.
Und also es beginnt mit 1 in der Mitte, gar nicht verfügbar eine gewisse Maßnahme, und 5 ganz außen sozusagen wäre die vollkommen flächendeckende und zufriedenstellende Verfügbarkeit der einzelnen Maßnahmen. Und rundherum sozusagen im Uhrzeigersinn sehen Sie einzelne Harm-Reduction-Maßnahmen, die wir abgefragt haben. Also auf den ersten Blick sieht man sozusagen, dass die politischen Entscheidungsträger die Verfügbarkeit besser einschätzen als die Feldorganisationen. Was auffällig ist, zum Beispiel bei der Substitutionsbehandlung ist man sich fast einig, also da gibt es eigentlich kaum einen Unterschied oder einen sehr geringen Unterschied in der Bewertung, aber beispielsweise bei Schadensminimierung im Gefängnis wird es von den politischen Entscheidungsträgern wesentlich besser eingestuft als von den Feldorganisationen. Ja, und man sieht hier, ja, jetzt so schnell. Wir haben dann auch gefragt, nämlich also nur mehr die NGOs und Feldorganisationen, welche Maßnahmen würden aus ihrer Sicht dazu beitragen, die Zahl der Infektionen durch intravenösen Drogenkonsum zu senken. Ja, also nämlich nicht, also die Implementierung welcher Maßnahmen bzw. der Ausbau welcher Maßnahmen würde den größten Effekt haben. Und in Bezug auf die Infektionskrankheiten wurde also ganz klar an erster Stelle genannt natürlich der Spritzentausch und die Paraphernalia-Verteilung und auch die Drug-Consumption-Rooms. Ganz wichtig, was mit diesem Balken, der in der Mitte dann auch noch so herauskommt, ist also, dass die meisten Feldorganisationen auch gesagt haben, dass ein dringender Handlungsbedarf im Bereich Spritzentausch in den Gefängnissen ist. Wir haben die gleiche Frage dann gestellt in Bezug auf die drogenbezogenen Todesfälle. Und da wurde von den NGOs als wichtigstes genannt Naloxon-Mitnahmeprogramme, Naloxon-Peer-Programme, Drogenkonsumräume und Erste-Hilfe-Trainings für Drogenkonsumentinnen. Das hat auch die Dagmar vorher schon kurz drinnen gehabt. Wir haben zu all diesen Maßnahmen, die es hier gibt, versucht, die Evidenz zu sammeln. Und wir haben jetzt hier noch eine Folie zusammengestellt von insgesamt 5 Maßnahmen, wo wir eigentlich der Meinung sind, dass genügend wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist, um auch diese Maßnahmen zu empfehlen. Aber diese Maßnahmen wie Drogenkonsumräume, Pirnaloxon-Programme, heroingestützte Behandlung, Spritzentausch im Gefängnis und auch Pill-Testing sind, obwohl eigentlich relativ viel wissenschaftliche Evidenz vorhanden ist, nur in wenigen Ländern umgesetzt. Wobei auch hier der Hinweis, dadurch, dass die Schweiz nicht bei der EU ist, kommt die Schweiz ja auch nicht vor, obwohl es sehr viele dieser Dinge in der Schweiz erfreulicherweise gibt. Ja, wir kommen schon zu den letzten Folien. Was ist herausgekommen? Also eine ganze Reihe von Empfehlungen, die wir an die Europäische Union gesendet haben in diesem Bericht. Der ganze Bericht, wie gesagt, 800 Seiten lang, und ich gehe jetzt sozusagen nur durch die Überschriften durch. Ein wesentlicher Punkt, was man sozusagen von Europa unter Anführungszeichen fordern muss, ist, dass es einen politischen Rückenwind braucht für Harm-Reduction-Maßnahmen. Auch wenn das in sehr vielen Ländern schon etabliert ist sozusagen, aber gerade in den neuen Mitgliedstaaten, die nach 2004 dazugekommen sind, wo wir auch gesehen haben, gestern in der Diskussion gibt es tatsächlich Finanzierungsprobleme, nicht? Wo man zwar sagt, naja, okay, es ist vielleicht gut und wichtig, aber Geld ist keins vorhanden, speziell seitdem eben sozusagen die Gelder des Global Fund und HIV eben zurückgefahren oder eingestellt wurden. Ja, das Zweite, nach wie vor Ausbau von Spritzentausch, da sind wir nach wie vor weit entfernt irgendwie von einer flächendeckenden Versorgung in den meisten Ländern. Bei der Substitutionsbehandlung, auch wenn das irgendwie sehr stark gestiegen ist in den letzten Jahren, gibt es viele Detailprobleme in der Organisation. Also da kann man noch viel verbessern. Harm Reduction im Gefängnis wurde, also ich habe jetzt hier keine eigene Folie dazu, aber das wurde also wirklich ganz schlecht bewertet von den NGOs, und da gibt es auf jeden Fall sehr viel noch zu tun. Dann die vorher schon erwähnten Naloxon-Take-Home-Programme, da gibt es sehr viel wissenschaftliche Evidenz und man sollte das wirklich umsetzen. Ein Punkt, den ich vorher noch nicht erwähnt habe, in vielen Mitgliedstaaten gibt es auch alle möglichen Hindernisse, sozusagen den medizinischen Notdienst die Rettung zu rufen bei Drogennotfällen, weil die Gefahr besteht, dass dann die Polizei mitkommt und irgendwie, dass die Leute, die dann die Rettung gerufen haben, dann auch gleich verhaftet werden wegen irgendwelchen Drogendelikten, und deswegen wird dann oft nicht die Rettung gerufen.
Drogenkonsumräume, klar, braucht man nichts sagen dazu. Ja, dann ein Punkt, der gestern natürlich vorgekommen ist, also in vielen Ländern ist so Peer-Involvement noch relativ unterbelichtet, das sage ich jetzt irgendwie auch aus Österreich kommend irgendwie, weil wir gestern am Abend beim Abendessen noch sehr lang diskutiert haben, warum es eigentlich in Österreich keine User-Organisationen gibt. Das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Der Zugang zu Hepatitis C-Behandlung, speziell jetzt auch im Lichte der neuen verfügbaren Medikamente, Zugang zu Hepatitis B-Impfungen. Ein wichtiges Thema, das wir gar nicht so abgefragt haben, das aber wirklich herausgekommen ist im Zuge der Erhebungen, ist, also, dass die Wohnversorgung ein ganz wichtiges Thema ist und auch sehr wohl zum Thema Harm Reduction dazugehört, speziell irgendwie so ein Housing First Ansatz, der immer wieder genannt wurde, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Player in dem Feld irgendwie eine ganz wichtige Sache ist. Also vor allem sieht man das irgendwie bei der ganzen Frage von Through Care im Gefängnis, sozusagen, dass die Zusammenarbeit der einzelnen Player in vielen Ländern nicht wirklich funktioniert. Und auch aus dem eigenen Feld kommen natürlich, dass nach wie vor Forschung in dem Bereich sehr wichtig ist, weil ich kann nicht auf der einen Seite immer mehr Evidenz fordern und sozusagen aber letztendlich kein Geld für die Forschung zur Verfügung stellen. Ich komme zu den letzten drei Folien. Wir wurden gebeten, sozusagen drei Prioritäten herauszufiltern, die jetzt irgendwie auf Basis dieser 13 Empfehlungen, zwei Minuten, geht sich aus, die auf Basis dieser 13 Empfehlungen irgendwie, was wären so die drei Prioritäten, was sollte sich in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall tun. Das erste ist die Reduktion der drogenbezogenen Todesfälle. Ja, es ist eben in den letzten 10 Jahren nicht gelungen, diese Zahl wirklich signifikant zu reduzieren, aber wir haben, wie gesagt, einen ganzen Schippel von Maßnahmen, die wir wissen, die wirken, die aber einfach ausgebaut werden müssten. Zweite Priorität wäre das Thema Schadensminimierung in Haft. Habe ich vorher schon erwähnt, irgendwie von den meisten Stakeholdern und NGOs als ganz schlecht eingeschuft, und auch da wüsste man eigentlich, was zu tun ist. Deswegen die Empfehlung, man muss nur das tun, wo man weiß, Substitutionsbehandlung, Through Care sicherstellen, sozusagen die durchgängige Betreuung versuchen aufrechtzuerhalten, vom vorm Gefängnis durch das Gefängnis durch bis danach. Wobei sich natürlich die grundsätzliche Frage stellt, ob das Gefängnis der richtige Aufenthaltsort ist. Und last but not least, die Reduktion der Infektionskrankheiten. Auch hier wüsste man, was zu tun ist. Da gibt es tatsächlich nach wie vor viel Platz nach oben, aber man muss es einfach tun. Und man muss Geld dafür in die Hand nehmen. Ja. Gut. Ich hoffe. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der ganze Bericht ist frei downloadbar auf der Homepage von der Gesundheit Österreich GmbH. Nur ist der Link ewig lang. Ich habe gestern probiert, was passiert, wenn man bei Google CH es eingibt, wenn man Harm Reduction Report GOEG für Gesundheit Österreich GmbH eingibt, ist es auch gleich der erste Treffer. Und da kann man sich das downloaden in feinen Portionen. Es sind, glaube ich, 6 Unterberichte und man hat nicht dann diese 800 Seiten. Ja. Okay, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören.